Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Project Spark. Ja, wir wühlen uns weiter durch die Download-Hits und durch die Inhalte von Usern erstellt. Und ich bin gerade über etwas gestolpert, was ich sehr interessant fand, weil ich gerade schon über ganz viele Sachen gefunden habe, die oder wo Leute halt andere Spiele nachbauen, ähnlich wie wir es ja auch schon bei Avatar The Last Airbender hatten. Habe ich gerade schon ein paar Sachen gesehen, wo einer einen Ego-Shooter gebastelt hat, der natürlich so mehr, nur momentan noch mehr schlecht als recht funktioniert. Einen kleinen Titanfall-Klon habe ich auch schon gesehen. Und wie ihr hier gerade erkennen könnt, habe ich ein Slender-Spiel gefunden. Für alle die es natürlich noch nicht kennen, Slender, also das hier beruht anscheinend auf Slenderman, einem kleinen Slenderman. Wäre auch mal gut, oder? Ihn so als Superheld aufziehen, das ist ein Job für Slenderman. Genau, Slender, wo man quasi, ein kleiner Indie-Titel, wo, in einem Wald gestartet ist, man alle Zettel finden musste, und in diesem Wald eine große Figur lauerte, die einen ja, erschrecken wollte, sagen wir es mal so. Genau, wenn man sie zu lange angeschaut hat, dann hat man halt verloren. So. Und hier sehen wir auch schon in der Videobeschreibung, in der Spielbeschreibung, dass wir alle 8 Münzen sammeln sollen. Ja, und in dem Forest gibt es einen Slenderman und wir sollen vor ihm wegrennen. Wir können mit dem linken Stick rennen und mit dem rechten Stick uns anscheinend umschauen. So, und da bin ich jetzt einfach mal sehr, sehr gespannt, wie das umgesetzt ist. Ich vermute mal in First Person, und ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ für sowas. Also, da kriegt man mich immer sehr schwer zu solchen Spielen, weil das immer so... Ach, ich weiß ich nicht, da bin ich einfach ein zu großer Schisshase, als mir so ein Quatsch immer anzutun. Da gibt es ein paar bei uns, die das... Ja, natürlich, in der First Person. Ach, du Heiliges. Genau. Ach, Gott. Ey, und sofort bin ich total beklemmt. Gerade noch lustig ein bisschen Tetris spielen. Oh, Gott. Oh, nein, das ist ganz furchtbar. Ey, das ist doch ein nettes, kleines Fantasy-Spiel. Warum ärgert ihr mich jetzt so hart? Oh, ich verjag mich 100 pro richtig. Okay, wie... Oh, Alter, ein... Oh Gott, es ist ganz schrecklich. Oh, Alter, ich bin von dem scheiß Stein erschrocken. Okay, was ist da? Oh nein. Oh, das... Oh, ist das... Oh Gott. Okay, bewegt sich hier irgendwas? Oh nein. Oh Gott. Wo habe ich mich hier reingelassen? Oh. Okay, da hinten sehe ich eine Fackel. Oh nein. Oh, Eichhörnchen, halt den Mund! Oh Gott. Okay, wir sehen oben rechts. Ich habe 0 von 8 Münzen. Reicht das nicht? Oh Gott. Oh, es ist ganz komisch. Obwohl wir gerade aus einem bunten, mit lustiger Musik bedüdelten Menü kommen, bin ich sofort... Habe ich eine sehr beklemmende... Nein. Ich hab gerade irgendwas gehört. Ich höre was grunzen. Da leuchtet irgendwas grün. Scheiße. Ist er das? Ist er so grün? Oh. Oh Gott, Leute, helft mir. Ich will ihn doch grunzen, oder nicht? Ah, ich weiß natürlich... Das ist natürlich auch gut, sobald man das erste Mal spielt, man weiß halt überhaupt nicht, wie derjenige aussieht. Oh Gott, nein, das sind nur Blätter, okay. Oh, Alter. Ich bin gerade echt mit den Nerven am Ende. Oh wehe, das Vieh erschreckt einen mit irgendwie noch so einem komischen... Ich hab schon gesehen, man kann ja auch echt so ein paar visuelle Effekte machen. Boah, wehe. Boah, ich hasse denjenigen jetzt schon, der das gemacht hat. Oh Gott, da hinten leuchtet was. Ich hab nicht eine Münze gefunden und ich latsche schon 5 Minuten rum. Oh Gott. Okay, 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 okay. Ich sehe gar nichts. Gott.
original die ganze Zeit grunzen, glaube ich. Ist er das da hinten? Nein. Oh Gott. Ey, ich habe immer noch keine Münze! Mann! Okay. Ist es sinnvoller, am Rand der Map zu laufen? Weil ihn der Creator wahrscheinlich, also der das erstellt hat, hat ihn wahrscheinlich eher in der Mitte platziert, oder? Und der irrt dann einfach umher, bis wir in seine Nähe kommen, oder? Oh Gott, da muss ich bestimmt rein. Oh, in ein Haus! Das ist nicht deren Ernst. Ich gehe bestimmt in kein scheiß Haus rein. Oh Gott. Gehört hier die Map? Hier hört doch immer mal die Map auf, oder? Gott. Hallo? Oh Gott. Ich könnte euch nicht vorstellen, wie angespannt ich gerade bin. Oh. Okay, wenn ich den linken Stick also drücke, renne ich. Das ist schon mal sehr gut. Also das habe ich natürlich gelesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind natürlich auch denkbar unauffällig mit der Fackel. Ey, ich geh doch nicht in das Fuckhaus rein. Boah, vor allem, ich weiß immer nicht, ob sich da was bewegt. Scheiß Eichhörnchen, Mann! Oh Gott, natürlich, klar! Ey, da quäl ich mich mit einem halben Herzinfarkt hier schon hin und dann brauche ich eine scheiß Münze, um da reinzukommen! Oh Gott! Das ist doch echt der Wald des Todes hier, ey! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mama. Ey, ich bin. Oh, kann ich vor dem überhaupt da. Also, ist beim richtigen Slenderman war es ja so, dass man, wenn man halt wieder weggeschaut hat und sich weggedreht hat und ihm rückwärts weggelaufen ist, dann ging das schon irgendwie. Konnte man ihm quasi ausweichen, aber. Ich weiß nicht, wie es hier ist, ob wir echt wegrennen können. Ich fühle mich auch so beobachtet, einfach weil ich eine riesen scheiß Fackel in der Hand habe und der verdammte Wald stockduster ist und man mich original aus 5 Kilometern sieht. Boah, ey, ich halte das nicht mehr aus. Ich fange einfach von der Map. Okay, aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal so ein bisschen. Oh Gott, ich habe Schritte gehört. Okay, aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal so ein bisschen die Größe der Map verstanden, so. Ich bin quasi jetzt so ungefähr auf der gegenüberliegenden Seite, von wo ich gestartet bin, und ich habe immer noch keine verdammte Münze. Was ist denn hier los? Wo sind denn die? Sind die unsichtbar oder was? Auf den Bäumen. Oh, oben ist es hell, das ist schön. Oh. Ey, Leute. Oh, wisst ihr, was richtig gut wäre? Wenn es gar keinen geben würde. Wenn einfach die Leute hier angsterfüllt durchschleichen würden und es gar nichts gibt. Sondern sie einfach nur Angst haben, wenn man ihnen sagt, dass es etwas gibt. Oh, das ist so richtig. Oh Gott, ich dachte schon. Eine riesige leuchtende Schnecke. Was? Ich hab mich vor dem Scheißbaum. Boah, ey, Leute. Ey, ihr glaubt es nicht. Ich bin so für sowas nicht gemacht. Diese Eichhörnchen! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann man hier was machen? Oh, ey, Leute. Ey, und überall fiepsen diese Eichhörnchen. Und ich raste richtig aus. Da, ja, hast du verdient. Abfuckeln den ganzen Laden hier. Oh nein, es geht richtig petzen, wo ich bin. Boah, ey, Leute, ich gehe da nicht rein. Ohne Witz, ich renne jetzt einfach die ganze Zeit herum. Sag, oh, es gibt gar keine Münzen zu sammeln. Das Spiel ist ja total verbuggt. Oh, schade, aber auch. Boah. Ey, ich bin super angespannt. Ich habe mich gerade schon wieder von meinen eigenen Schritten erschreckt. Ich denke immer so, oh nein, da ist jemand hinter mir. Gott, Gott. Hier ist das hier.
Ah, okay. Oh, aber auch sehr schön. Das kenne ich. Oh Gott. Das gibt es ja fast genauso in Slender, diese Röhre. Wo dann auch ein Zettel drin ist. Das ist schon mal sehr schön. Oh, Leute. Ist er das da hinten? Oh nein, ey. Oh, bitte nicht. Okay, ich bewege mich jetzt mal so spiralförmig in die Mitte. Oder auch nicht. Jetzt könnten wir eigentlich. Was? Nein! Oh Gott! Ich glaube, das war er, oder? Oh Gott, da war er. Oh, das war er doch, oder? Oh Gott. Okay, ich renne gleich einfach zu dem Haus. Ich glaube, dann habe ich auch die Fackel aus. Oh, ich glaube, das war er doch, oder? Oh Gott. Oh, ich wette, er spawnt jetzt hier irgendwo. Na. Oh Gott, ich dachte schon, das wäre, aber das war nur eine Münze. Oh. Ey, wenn ihr wüsstet, was ich gerade für Schweißausbrüche habe. Okay. War es das jetzt hier? Ich glaube, das war es jetzt hier, oder? Boah. Oh, Leute. Ey, ich kann nicht mehr, echt nicht. Mich macht das gerade richtig fertig. Ich bin auf jeden Fall schon mal ein bisschen selbstbewusster und kann schon mal ein bisschen schneller laufen als sonst. Hab ich ihn jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen. Fuck, okay, da ist eine Münze. Oh, Eichhörnchen, Mann. Oh nein. Oh Gott! Das war ja schon wieder. Weiß auch nicht, was wir für einen Balken da oben haben. Ist das so unser wie verrückt wir sind Balken? Oh, die nächste Münze. Und ich habe total die Orientierung verloren. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was hier abgeht. Oh Gott. Ich habe auch das Gefühl, hier kommen die ganze Zeit Sachen einfach hinzu. Oh Gott, ja. Kommen einfach Sachen hinzu. Okay, da ist das Haus. Och, das ist das. Die letzten zwei liegen noch locker hinter irgendeinem dummen Stein, den ich nicht gesehen habe. Oh Gott. Aber man kann anscheinend ganz gut vor ihm wegrennen. Das macht mir auf jeden Fall mal Hoffnung. Da war die Vogelscheuche, die hatten wir auch schon. Ey, ich habe so verdammt schwitzige Hände gerade. Oh Gott, ihr glaubt, das ist doch nicht die Höhe. Oh Gott. Oh Gott! Ich kann nicht mehr rennen. Oh, er ist hinter mir, oder? Oh Gott. Verdammt. Nein. Oh, lauf doch, du blödes Ding. Oh Gott, wo sind die letzten beiden Münzen? Nein. Oh Gott, das ist doch nur eine Harfe mit Füßen. Scheiße. Oh Gott, und er will nicht laufen. Oh Gott, ich weiß es doch nicht. Hilf mir. Ich kann wieder ein bisschen rennen. Ah, das ist unser Rennbalken, okay.
Ist er noch hinter mir? Oh Gott, der sieht aus wie der Punisher! Okay, ich habe keine Ahnung, ich bin total hilflos. Oh, hier irgendwo die Münzen. Oh Gott. Oh, vielleicht sollte ich mir mein Rennen aufbewahren. Nein, er haut mich. Oh Gott. Ey, das ist nicht deren Ernst. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, wo die Münzen sind. Oh Gott, nein. Und er haut mich. Ey, okay, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wo sind die letzten beiden Münzen? Wo sind sie? Da waren wir schon, da waren wir schon. Okay, ich laufe einfach ums Haus herum. Hat in jedem Cartoon geklappt. Nein, oh Gott, der ist stehen geblieben. Er ist schlauer als ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich raff es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mich töten lassen. Oh. Oh Gott. Ein bisschen weg. Nein, oh Mann. Okay, jetzt ist auch. Nein, verdammt. Okay, ich kann auch nichts machen, ey. Ich kann ihn einfach umknüppeln. Oh, ich wünschte, ich könnte es. Oh Gott. Ja, okay, die Münzen liegen bestimmt hinter irgendeinem Baum. Okay, jetzt bin ich ihn losgeworden. Oh. Okay, ey, ich... Nein, verdammt! Oh Gott, ey, es ist unglaublich. Es ist ein dummes, lustiges Spiel. Oh Gott, und er haut mich. Oh Mann, ich weiß es nicht. Es ist doch furchtbar. Oh. Ey, irgendwo sind diese beiden Münzen und ich finde sie nicht. Oh Gott, Ich hab schon die Befürchtung gehabt, ich finde nicht eine. Und jetzt finde ich tatsächlich sechs. Oh nein, ich bin hängen geblieben. Er haut mich gleich. Ich weiß auch gar nicht, ob er sich bewegt. Ich weiß es gar nicht. Ah! Oh, es ist echt. Ich weiß jedes Mal, was es ist. Das ist doch nur eine. Oh Gott. Es ist echt, glaube ich, nur ein Stück Harfe mit zwei Knochen dran oder so. Aber. Oh Gott. Okay, ey, ich weiß es gerade echt nicht. Bin ich mir bis 1000 Mal abgelaufen. Ich würde einfach mal sagen, wir stellen uns ihm, oder? Ja. Oh, ich hab schon mit so einem riesigen... Oder? Oh nein, bitte erschreck mich jetzt nicht auch nochmal, ey. Ja, das, oh Mann. Puh, können wir jetzt bitte rausgehen? Ich habe echt mal noch irgendwas gefühlt. Ich werde gleich erschreckt. Bitte, können wir jetzt. Game over. Ja, darf ich? Oh Gott, ja. Ein buntes Menü. Oh. Ey, Leute, es ist. Ich würde jetzt echt gerne sagen, ich habe mich jetzt gerade. Oh Gott, es ist echt furchtbar. Ich bin für so einen Quatsch nicht gemacht. Es ist ein ganz simpel, ich weiß doch, was auf mich zugekommen ist. Ich wusste, auf was ich mich da einlasse. Aber trotzdem hat es mich total fertig gemacht. Oh Gott, ey. Ey, Exit, ich muss ja echt raus. Aber ey, top, Daumen hoch. Richtig gut. Oh, wie ich den schon sehe. Ey, das ist ja, glaube ich, echt nur so eine Harfe mit irgendwas. Ja, creepy. Unten seht ihr als Tag creepy. Oh, ey, ich fühle mich echt unwohl gerade. Oh Mann, ich weiß doch, das ist doch nur ein blöder Slender-Klon, wie ich es 1000 Mal gab. Und ich bin echt angespannt gerade. Oh, ja, also, ey, man sieht auch hier, was man für geile Sachen damit bauen kann. Aber, boah, ich fühle mich, boah, ich glaube, ich muss echt jetzt mal ein bisschen, oh, erstmal eine Folge SpongeBob gucken oder so. Oh, ich bin echt eine Memme, was sowas angeht, ne, furchtbar. Oh. Ja, aber auch hier. John K514288, der Co-Creator. Ja, Hut ab, cooles Ding. Also definitiv ein im Rahmen seiner Möglichkeiten würdiger Slender-Klon. Obwohl mich jetzt wirklich interessieren würde, wo sind die letzten beiden Münzen? Auch hier natürlich, ladet es euch runter und sagt mir, welche Münzen ich nicht gefunden habe. Ich wette, in dem Haus habe ich eine liegen lassen. Also da und hinter irgendeinem blöden Baum lag noch eine. Oh Gott, okay, ja. Und dachte, ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen fangen, erstmal so einen Baldrian-Tee
dann schauen wir mal, oder dann schauen wir mal, was wir uns noch so anschauen an Project Spark-Titeln. Oh, dass wir Hände trocknen vor lauter Schweiß. Okay, ja, ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Und ja, wenn ihr weitere Vorschläge habt, natürlich immer ab in die Kommentare damit. Und ansonsten würde ich einfach sagen, hören wir uns in der nächsten Folge Project Spark. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.